Jedem Demokraten und jeder Demokratin können diese Umfrageergebnisse für die AfD nur Sorgen machen. Das war ein Zitat von Ricarda Lang. Du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Damit moin zusammen, Grüße in die Runde. Wenn neu ist, gerne ein Abo dalassen für kritischen Content. Hier geht es speziell darum, dass die beliebte Politikerin von den Grünen, Ricarda Lang, sich sehr kritisch zu den AfD-Umfragewerten aktuell geäußert hat. Es hat was gedauert. Habt ihr das gemerkt, dass sich die Grünen relativ spät erst zu diesen AfD-Umfragewerten geäußert haben? Ich glaube, die hatten die Vermutung, dass die gar nicht so lange so einen Höhenflug haben werden bei der AfD, dass es ziemlich schnell wieder bergab geht. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Wir sehen ja, Verzeihung, dass die AfD in den letzten Wochen von 16-17% stetig gewachsen ist auf 18% in mehreren Umfragen, sprich bei mehreren Instituten auch, bei INSA, bei YouGov beispielsweise und auch anderen, wo sie immer weiter gestiegen ist. Und das ist nur die logische Konsequenz aus der Politik, die es aktuell halt gibt. Und da gibt es meiner Meinung nach keine Sorge für Demokratie oder für Demokraten, sich Sorgen zu machen. Das ist absoluter Humbug. Aber die Frau Lang, man kennt sie ja sehr, sehr adrett, die Dame. Und wenn sie dann nämlich hier auch noch von sich gibt, da müssen wir auch als Ampel selbst an die eigene Nase fassen. Sehr gute Selbstkritik, die hier geäußert wird. Allerdings, dann heißt es hier, der ständige Streit innerhalb der letzten Wochen, das Austragen von Konflikten auf offener Bühne, statt am Verhandlungstisch und das Gehänge rund um das Heizungsgesetz waren da bestimmt kein Glanzstück. Man müsse mehr über Lösungen sprechen und weniger über den Streit miteinander. Seit wann haben die Grünen denn mal über Lösungen gesprochen? Also das, was mir Sorgen macht, ist die Politik der Grünen und speziell, dass die Grünen weiterhin über 5% sind. Das erst noch mal vorweg, bevor ich den wichtigen Punkt hier vergesse, denn nochmal, die Umfragewerte machen mir keine Sorgen. Die grüne Politik, die macht mir Sorgen, weil ich sehe, was diese grüne Politik macht und was sie damit vorhaben. Und das ist nur noch unbezahlbarer und teurer für uns alle hart arbeitenden aus der Bevölkerung in Deutschland wird. Und das passt nicht zusammen. Leistung muss sich lohnen. Leistung muss fair entlohnt werden. Absolut. Aber das wird es schon lange nicht mehr in diesem Land. Und das ist ganz, ganz traurig. Und wenn die Frau dann hier von ständigem Streit innerhalb der letzten Wochen, Austragen von Konflikten auf offener Bühne und alles spricht, offensichtlich möchte man das nicht. Nur gibt sie ja ganz klar offen hier zu. Und das muss man doch ganz klar verurteilen, meiner Meinung nach. Das gehört doch dazu. Das nennt man Politik. Das nennt man Demokratie. Das nennt man Meinungsvielfalt. Aber das ist offensichtlich nur hinter verschlossenen Türen erwünscht bei Ricarda Lang. Und das finde ich wirklich absolut verheerend. Kann man sich nicht ausdenken. Ich finde es unverschämt, wirklich unverschämt, denn wir wissen doch vieles nicht. Überleg doch mal, im Bundestag läuft es doch so ab, die Kandidaten werden von uns gewählt, um unsere Interessen zu vertreten und sind nur ihrem Gewissen verpflichtet. Das ist schon mal grundlegend. Wo werden denn Sachen diskutiert und ausgehandelt? Ja, mal die eine oder andere Rede im Bundestag, die dann öffentlich für uns zuschaubar ist, entweder vor Ort oder per Phoenix oder anderen Sendern. Aber im Grundkernsatz werden diese Sachen ja diskutiert, verhandelt in den Ausschüssen. Und in den Ausschüssen wiederum hat keiner Zutritt, außer der ausschussgewählten Leute, die Abgeordneten halt. Nicht wir Bürger, keine Presse und sonst was. Wir wissen also nicht, der Kandidat X hat dies gesagt, hat da die Meinung oder sonst was. Das alleine sollte doch schon zu denken geben. Was passiert da hinter den geschlossenen Türen? Wir wissen es wirklich nicht. So, und dann gibt es noch ganz interessant auch eine neue Umfrage vom ZDF Politbarometer. Und hier liegt die AfD bei 18%. Bei 18%, das ist wirklich ein AfD-Rekordwert beim ZDF. Ne? Das ist ja ein bisschen anders eingestellter ZDF, sagen wir jetzt mal so. Dass hier tatsächlich 18% rauskommen. Spätestens jetzt sollte doch eine CDU realisieren, die nebenbei gesagt bei 28% stehen, unverändert zur letzten Umfrage, dass sie etwas anders machen müssen. Dass vielleicht Friedrich Merz nicht der Halsbringer ist, wie er über Monate hinweg prophezeit wird und dass er so toll ist und alles. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn Friedrich Merz hingehen würde und würde eine Koalitionsbildung zwischen Schwarz, also CDU, CSU und den Grünen klar verneinen. Klar aussortieren und damit Farbe bekennen oder wie auch immer man das ganz genau richtig ausdrückt an dieser Stelle, sodass die Leute, die sagen, jo, ich möchte keine grüne Politik, weil wenn man sich anschaut, dass ca. 70-80% sich gegen Heizungsverbot und Ähnliches alles ausgesprochen haben in Umfragen,
die Politik aber in eine komplett andere Richtung geht in Deutschland, dann ist das nicht mehr demokratisch, was hier abläuft. Und wenn diese Leute eben sagen, ich kann nicht die Grünen wählen, will nicht die Grünen wählen, will keine grüne Politik. Also wen kann ich dann noch wählen? Kurzum, nur die AfD. Es ist ja wirklich ganz einfach zu erklären, wo diese sehr hohen Umfragewerte von 18 bis 20% bei der AfD herkommen. Ich frage mich auch, wann die das endlich mal realisieren. Das ist doch nur logisch. Man will nicht die Grünen. Haben bei der letzten Bundestagswahl irgendwie das Japan 15% gehabt. 85% wollten sie nicht. Und trotzdem werden so viele Leute jetzt hier gegängelt. Denn auch wenn das Heizungsgesetz jetzt in einer anderen Variante ein bisschen abgeschärft und so weiter kommt, das ist nur verschoben. Nicht aufgehoben ist das Problem. Und das haben auch so viele Leute noch nicht auf dem Schirm. Nebenbei gesagt, Grüße gehen raus an alle Baden-Württemberger. Guck mal ein Video dazu an. In Baden-Württemberg wird das voraussichtlich schon ab dem 1.1. greifen. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie gesagt, guckt in das Video gerne rein. Und nochmal, man möchte nicht Grüne wählen, wählt aber jetzt beispielsweise die FDP. FDP, aktuell Ampelkoalition. Ergo, FDP kann man nicht wählen, wenn man Grüne wählen will, weil sie mit denen koaliert haben. Wenn man mit der SPD die SPD wählt, bekommt man definitiv die Grünen. Wählt man die Linke, bekommt man ebenfalls die Grünen. Wir haben es in Berlin beispielsweise bei der letzten Legislaturperiode gesehen und so weiter. Wenn man hingeht und wählt die CDU, gibt es ebenfalls keine Distanzierung. Welche Partei bleibt denn dann noch? Richtig, dann bleibt ja nur die AfD. Das ist doch, ne, ist das jetzt hier Schrödingers Katze so nach dem Motto, ist doch nur logische Konsequenz daraus, dass das folgen muss. Und nochmal, ich verstehe nicht, warum das keiner der CDU-Politiker versteht. Vom Junge Union-Chef heißt es jetzt hier, er fordert von CDU konkrete Angebote an AfD-Wähler. Ja, sorry. Aber darauf fallen wohl die wenigsten noch hier in dem Kanal rein. Dass es natürlich wieder zahlreiche Versprechen dann geben wird an die AfD. Wir werden das nicht mitmachen, das wird nicht passieren. Dann aber nach der Wahl wird man natürlich mit den Grünen ins Bett gehen. Verzeihung, ich meine natürlich koalieren und alles daran setzen, um wieder an die Regierungsmacht zu kommen. Das ist das äußerste Ziel. Friedrich Merz möchte Kanzler werden. Das kann ich auch verstehen. Das ist bestimmt eine tolle Position, wo man viel ja, bewirken kann und machen kann. Aber jetzt dann so etwas hier. Ich nehme es euch nicht ab, liebe CDU. Nein, absolut nicht. Und ich bin auch, nun muss ich für meinen Teil selber sagen, Asche auf mein Haupt, dank euch, aufgewacht und realisiert. Bin selber ein bisschen auf den Merz reingefallen. Aber wenn man sich ganz genau seine Aussagen und alles anguckt und dann auch anguckt, wie schnell er zurückrudert, wenn er ein bisschen nur was Konservatives gesagt hat, daran merkt man einfach, mit ihm wird man nur eine neue Merkel 2.0 bekommen. Und das möchte ich persönlich nicht mehr. Aber schreibt es mal gerne unten rein. Wen wählt ihr? Danke. Abo nicht vergessen. Das unterstützt mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.